Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Bilanzpressekonferenz 2017 für das Jahr 2016. Lassen Sie uns ein Fazit vorab ziehen. Wir hatten ein durchaus herausforderndes Geschäftsjahr. Das haben wir erfolgreich gemeistert. Wir haben in allen Geschäftsbereichen schöne Zuwächse erzielt und unser auf die Region fokussiertes Geschäftsmodell hat einmal mehr gezeigt, dass es das richtige Modell ist. Es führt zu Stabilität und Wachstum. Wir haben unsere führende Position als Finanzleister in der Region weiter ausgebaut. Die Ausleihungen an unsere Kunden betragen jetzt rund 7,2 Milliarden. Sie sind noch einmal um 283 Millionen oder 4,1% gewachsen. Bei den Privatkunden haben wir rund 86 Millionen zugelegt, bei den Firmenkunden rund 141 Millionen. Beim Firmenkundengeschäft möchte ich noch auf ein Geschäftsfeld besonders eingehen. Das ist das Leasinggeschäft. Hier haben wir erneut ein Rekordergebnis erzielt. Wir haben mehr als 50 Millionen Leasinggeschäft vermittelt. Das sind fast 6% mehr als im Vorjahr. Werfen wir einen Blick aufs Wertpapiergeschäft. Obwohl die Einlagen so gewachsen sind, haben wir auch im Wertpapiergeschäft deutlich zugelegt. Dann schauen wir noch auf die nächste Zeile: Immobilienvermittlungen. Das erste Mal bei den vermittelten Immobilien, bei den Kaufwerten, die 100-Millionen-Grenze überschritten. Das ist ein ganz tolles Ergebnis. Wir sind erneut ausgezeichnet worden mit dem Arbeitsplatzsiegel Arbeit Plus. Stichwort regionales Engagement. Was tut eigentlich die LZO für die Region? Also in barer Münze hat sie im Jahr 2016 5,1 Millionen ausgegeben für über 750 Projekte. Wir nutzen die Digitalisierung für weniger Unterschriften. Wir forcieren mobile Lösungen wie die Banking-Apps. Wir machen Fotoüberweisung, wir haben Quitt, Herr Tannheiser hat das dargestellt. Und als letztes habe ich noch ein Thema mitgebracht. Da sind wir noch in den Kinderschuhen. Der Arbeitstitel ist E-Mobilität. Wir wollen die Gemeinden und die Kommunen unterstützen im Aufbau eines flächendeckenden Systems an Ladestationen und auch Schnellladestationen gemeinsam mit der EWE. Wir wollen unseren Fuhrpark auch ein wenig erweitern. Und wenn wir da mittelfristig einen wesentlichen Teil durch sowas ersetzen können, leisten wir, glaube ich, auch einen bemerkenswerten Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz und alles, was da dran hängt. Liebe Kundinnen und Kunden, hinter der LZO liegt wieder ein anspruchsvolles Jahr, das wir mit einem erfreulichen Ergebnis abgeschlossen haben. Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie der LZO, diesem großen regionalen Kreditinstitut, in der Vergangenheit entgegengebracht haben. Wir versprechen Ihnen, dass wir auch in der Zukunft mit unseren fast 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern engagiert einen persönlichen Service bieten werden und individuelle Problemlösungen anbieten. Wir sind fest verwurzelt hier in der Region. Wir leben hier, wir verbringen unsere Freizeit hier, wir arbeiten hier und deswegen ist es uns auch ein großes Anliegen, diese Region zu stützen. Dafür haben wir im vergangenen Jahr mehr als 5 Millionen in über 750 Einzelprojekte investiert. Wir schauen optimistisch in die Zukunft, weil wir gut darauf vorbereitet sind. Digitalisierung und persönliche Ansprache gemeinsam sollen auch in Zukunft dazu dienen, dass Sie, unsere Kundinnen und Kunden, mit Ihrem regionalen Kreditinstitut der LZO rundum zufrieden sind.